Ja, sehr vieles gefällt mir da. Wenn du so seine Musik anschaust, ja, man kann ja Musik nur notieren, 1 zu 2 zu 3, Achtel, Viertel, Sechzehntel. Aber wenn du sprichst, machst du Septolen, Elfolen, Neunolen, das sprichst du nicht so, so wie man notiert. Und wenn du jetzt hörst, zum Beispiel, das ist sehr ungarisch geschrieben, ja, von einem ungarischen Lehrer, das ist immer parlando, die Musik. Das ist, wenn Bartok selber spielt, das ist alles notiert in Achteln, in Vierteln, in Triolen, ganz einfach, aber er spielt das unendlich differenziert, rhythmisch, ganz frei. Und so müsste man das auch probieren zu spielen. Vor allem im ersten Satz, das ist so ein bisschen, vielleicht kennst du das Hommage an Musik für Saiterinstrumente, Schlagzeug und Celesta von Bartok, eines der 20 wichtigen Werke vom ganzen Jahrhundert, ganz sicher. Und eben mit der Spiegelsymmetrie, du spielst im zweiten Teil des Präludiums wie im Spiegel. Ja. So das Ganze, ja. Und das Stück hat eine strenge Seite, also die, wo das entwickelt wird, der Anfang. Und dann hat es immer so Recitativo, Stellen, die völlig frei sind und wo du sprechen musst. Und das musst du völlig anders spielen. Du spielst einfach ganz brav den Rhythmus ab, aber das ist nicht. Du hast ja hier auch nicht eine Schlagzeugbegleitung oder irgendwas ganz. Oder ein elektronisches Band, das so streng ist. Kannst du unendlich frei und es heißt ja Poco Rubato. Ja. Und dass du probierst, so. Auch, es kommt immer vom gleichen Fis, G, Fis, also Aufstieg, Abstieg, dann ein bisschen größer und dann entwickelt sich eine große Linie, bis sie dann runtergeht bis zum Eis, dass du das viel mehr aufbaust. Ich finde, du machst so ein Stück, dann wieder eins, dann wieder eins, dann wieder eins, hat keinen wirklichen Bogen. Denn, das ist ganz wichtig, wenn man allein spielt, musst du eigentlich für ein ganzes Orchester stehen. Das ist kein Stück für Solo-Oboe, das ist einfach ein, das könnte auch für großes Orchester sein, wenn du willst, oder irgendwas, ja. Und probier das. Und dann im zweiten Satz, der ist völlig anders, ja, Capriccio. Ja. La Capra, seine Ziege, wie die springt, wenn sie plötzlich so ganz unvermittelte Dinge macht. Und das ist auch ziemlich gut gespielt, im Tempo ist sie in Ordnung, aber es hat zum Beispiel immer so Unterbrechungen. Tilla, tilla, tillilla, tilla, brumm. Wenn du mit der Trommel schlägst, brumm. Das zweite Mal schlägst du länger, brumm. Das dritte Mal noch länger. Und dann fängst du wieder ganz brav an. Ja. Du musst wie ein Schauspieler auf der Bühne, du musst eine Geschichte erzählen und auch, dass man so mithört. Sonst höre ich einfach Töne hintereinander. Ja. Aber das ist in aller Musik so. Also, ja. Was mir nicht so gefällt am Spiel, dass du das Vibrato überhaupt nicht im Griff hast. Ich finde, oft gibt es ein Gezitter. Du musst das Vibrato ganz als Mittel zur Phrasierung, zum Ausdruck, zur Tongebung brauchen, aber nicht als irgendwas, was einfach dazukommt, so zufällig. Und auch wissen, wann ich kein Vibrato mache, wann ich zum Beispiel, um ein Crescendo zu unterstützen, das Vibrato beschleunige. Oder wenn ich, um ein Diminuendo zu machen, langsam weggehe mit dem Vibrato. Das ist wirklich wie ein Mittel zum Zweck. Ja, mach eigentlich einmal den Anfang. Ich
kann dir das ein bisschen vor. Jetzt auch bei der Oboe, zum Glück kommt eine Pause, dann machen wir. Eine Pause soll überhaupt nicht, wenn es nicht am Schluss eines Teils ist, nichts zerschneiden, sondern die Musik geht ja weiter. Das ist wie ein Geiger muss auch Bogen wechseln, er hat nur zwei Richtungen im Bogen. Und der muss das auch möglichst einbauen in die Phrase. Und das ist mir viel zu aufwendig. Und nur ein ganz kleiner Ding, wenn du dein Rohr sauber machst, mach das. Das kann man einfach ohne zuzubeißen und einfach einbauen, dann ist das Rohr schon sauber. Und auf keinem Mikrofon hast du ein Geräusch oder irgendwas. Ich höre ständig, wenn du anfängst. Einfach. Ich finde es schön, aber ich würde nicht zweimal so viel fallen lassen, dass du einfach das merkst, 3 Achtel, 4 Achtel, ja, dass es asymmetrisch ist. Ja. Ja, wo die Ambitus größer wird, das musst du zeigen, dass es hier jetzt zuerst Cis D, dann Cis E, S, ja, das zweite Mal. Und dann geht man aus dieser Konstellation mit dem Cis E, Fis weiter auf quasi den Grundton, auf das G. Kommt die zweite Zeile, dass es dann eine Weiterentwicklung gibt. Aber eben, Jararam, Piraram. Ja, dass du es so denkst. Ja. Und ich finde nicht so schön auf dem B plötzlich so ein Schlottervibrato. Das ist nicht schön. Geht bis zum D. Nicht das B und C. Nicht zu langsam, dass man schön 2 und 3 Schläge empfindet. Ja, das ist schwebt. Ja. Nicht Achtel denken überhaupt. Große Septbeziehung, das ist die größte Ambitus von Ege Distarira. Das muss mehr Spannung haben. Und denk den dritten Takt mehr als einen großen Auftakt. Ja, immer eigentlich den hohen Ton herausheben, so wie ein Bogen, der geht wieder runter, Bogen wieder runter. Aber jetzt auch, mach mal A8, das A bis F, mache hinterher H, B, G. Das muss aufeinander Bezug haben. Probier nur die beiden Noten zu spielen. Und jetzt habe ich. Ja, das muss einen Bezug haben. Ja. Also noch einmal von 7. Ja. Ja,
aber jetzt es geht es künstlich, was nur der Kopf. Der Kopf soll überhaupt nicht ausspielen. Schwer, aber ohne, dass man das merkt, da der Lehrer hat gesagt, ich muss. Zu viel wartest, dann ist die 3 und 2 kaputt. Dirara, yara, dirara. Und hier mache ich einen Strich auf das A, weil das jetzt nicht dirara, sondern dirara. Noch einmal vom L-Fachtel. Das heißt, kann ich nur dieses H so wahnsinnig schlucken muss. Ira, dann. Ira, Ira. Ganz linear. Ja. Bogenführung oder Heldenatmung. Das stört mich auch, dass du nach der Pause so viel lauter spielst. Ja. Jede die Pause. Tira, 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 tira. Was gehst du hin? Und nicht tira, 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 tira. Entschuldigung, ich soll versuchen. Ja, ja, sehr gern. Ich hoffe, ich habe es schon bald aufgebrochen. Jetzt habe ich wieder so ein Zittervibrat auf dem Haar. Weg. Denk, dass hier der Abschluss ist und jetzt mit diesem Abschluss variiere ich etwas. Das muss Bezug haben. Ja, di da, di ra 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 la ra. Das ja ra da wird ja ra la ra. Ja. Also der hinter ist jetzt offen. Vorne muss noch ein. Einer genügt. Zu lang die Pause. Dirara, dirara. Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nein, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dirara. Ra, la, la, dira. Sonst ist es kaputt, die 3 und 2. Dirara, lira, dira, la, ra, dara, dira, 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 dalla, di, babi. Und dann bleibt sie der 3. Ja, sonst ist es ein stinklangweiliger, ewiger Dreiertakt. Hier wird es gebrochen. Es ist ganz wichtig, dass du dort genau bist. Dass es schön ausschwingt, das deckt nicht ganz dein B. Musst du dort die Schraube schön, dass beide Klappen ganz genau zusammen runtergehen. Hier kann man das regulieren. Einfach nur, es muss ganz gleich. Ja, das war eigentlich. Du musst einfach ein bisschen fest draufdrücken. Ein bisschen. Ja.
Und dass das auch hier die Pausen. Tira, tira, la, ra. Tira, 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 nicht tira, 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 tira. Und dann ausschwingen. Jambaralla. Jambarambaralla. Ja. Sonst ist das Stück einfach völlig sinnlos. Hab seine Platte bekommen, der spielt ein. Hat sogar noch gute Besprechung. Den Finger auch zu weit oben beim H, du drückst das B gar nicht richtig rum. Und jetzt schönen Klang machen, wie auf der G-Seite auf einer Geige. Ja, la, la, li, li, la, li, la, la, li. Das ist ein toter Ton, ist der letzte. Mach grad den Schluss 13. Ja. Es ist nicht die la ra, sondern ja ra ra, bi ra ra, li ra ra ra. Ja, das H nicht so betonen. Das macht die Oboe von selber, die tiefen Töne betonen. Besser, aber es ist noch nicht ganz, noch einmal der letzten Takt, 14. Kann mit Vibrato sehr viel arbeiten. Das hat das Färben, es ist nicht so tot klingt. Klassisch eine Quinte transponiert, ja, jetzt wieder das Gleiche wie der Anfang, mit Dominante. Meine F ist noch angebunden. Das obere F. Du stößt dann. So, ja. Ja, stimmt. Ja. Und mach ein bisschen was draus. Du hast 3 am Schluss des Taktes, immer 3, und jetzt plötzlich 5 am Schluss des Taktes 18. Ja, ri, ra, ra, ra. Das musst du ein bisschen herausheben. Ja. Und jetzt dein Fies, Ace, das Fies ist zu hoch und das Ace ist zu, das F ist zu tief, das steht überhaupt nicht zusammen. Du musst das Fies runterlassen und schauen, dass das F nicht so durchhängt. Da. Gerade das Fies, spiel mal Fies, F, also Fies, Ace. Nein, bei 19. Das nicht rund. Das, ja. Das ist viel mehr als ein Halbton. Und jetzt das A vor allem ist nachher zu tief, darum ist doppelt stören. Das nächste A ist nachher zu tief, wie du vorhin gesagt hast. Nein, spiel mal ja, von 19. Thank you.
Mollterz, wie ist die? Ist die weit oder eng? Oder? Eine Mollterz, wie ist die? Ist die wenn sie untemperiert ist, ist die groß oder klein? Also weit oder musst du das A hoch denken oder tief? Ja, das wäre richtig, aber das Fies war eben schon zu hoch, darum stimmt es. Mhm. Der Mollterz ist weit und eine Durterz ist eng. Ja. Das ist ganz wichtig. Also machen wir gerade von 19 weg. Aber jetzt ist schon voller Klang, schon forte. Ja. Mhm. Weißt du, hoch? Zwei Instrumente, ich höre Wahu, Wahu. Muss ganz, ganz homogen. Ja, so. Ja. Aber nicht dem Rohr nicht mehr zu fressen geben, als es schlucken kann. Nicht mehr Luft reindrücken, nicht mehr Druck spielen. Ganz sanft. Jetzt kommt so ein Recitativo. Ja, ri, ra, ri, ra, ri, ri. Ha, ri, ra, ta, ta, ti, ta, ta, ta. Ha, ri, ra, ta, ta, ti, ra, 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 ri, ra, ri, ra, ri, ra, ra, la, ra, ra, la, ra, ra, la, ra, ra, ti, ra, ra, ri, 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 ra, ra. Ha, ri, pa, pa, pi. Ha, ra, ri, ta, ta, ti. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja? Ja. Das ist unglaublich aufgehen, so wie ein Recitativ in einer Oper. Ja. Gar nicht mehr die gleiche Rhythmik, die gleiche Thematik. Wirklich, das sind Teile für sich, diese Rezitate. Macht er von 19 weg. Und das muss so schön klingen wie eine Geige in der hohen Lage, nicht? Dass es so mühsam klingt, die hohe Lage. Das muss die normalste Lage der Welt sein. Den Ton zu werfen in den Saal, dass der noch lang nachklingt, wenn du schon lange atmest. Ja, biri ra da ra di ra ra ra, biri ra da da, nicht tief, da tief, so absteigen. Ich höre es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oder was? Wie eine Computerstraßenbahnansage. Die nächste Station ist, weiß ich was, Gottes Aue oder so. Ha, ri, ra, ta, ta, ti, ta, ta, ta. So, deklamando. Tenuto
und Akzent mehr mit dem Zwerge. Ha, 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 di, da, 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 di, da, 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 so im Gespräch. Das ist immer noch die Zwecke. Das ist wie mit der Schere geschnitten. Klingen. Sehr gut. Mhm. Ja. Ja, nur leider das S ist etwas matt. Nimmst du die Oktavklappe dazu? Das S ist sehr matt. Nein, die erste Oktavklappe. Oder kannst du auch mit dem, ja, aber das ist F und S schön homogen zusammen. Dann musst du rechts nehmen, das F hier, das F auf drei F. Das F. Nein, hier, ja. Und das so. Ganz normal, also völlig normal. Das ist etwas kurz. Ja, ja. Schau's da. Völlig der normalste mögliche Griff. Ich will gar nichts haben. Das war ein bisschen komisch. F, S, F. Probieren wir es wie eine Geige zu. Ich bin für das Herz Holz, Wahnsinn. Das ist jetzt im langen Wasser gesehen. Kannst du mit der ersten nehmen, gut, ja. Ich nehme sogar meistens mit dem B das S. Nein, mit der B-Klappe. Ja. Da musst du so ein bisschen Übungen machen mit den hohen Tönen. Das ist so Gesang. Aber alles so oben einfach, das ist ganz homogen und laut und singt, ja. So ist gut. Das ist gut, ja. Ja. Auch nicht den Mund, warum muss ich den Mund aufmachen? Das ist völlig überflüssig. Nur so. Gut, jetzt gleich. Gleich.
sing die oberen Töne ein bisschen. Nicht mehr. Ja. Ja.
jetzt ist das D. Ja. Ja. Dass ich wirklich höre, was für Puls ist. Nicht, ich will keine Achtel hören. Nein, nicht der Macht von oben, vom Verforte. Harmonie fremd vorher und neu. Ja, darum ist der Akzent da. Jetzt machst du auch so ein bisschen stentato, pesante. Wenn das Recitativ wieder anfängt. Ja. Gerade vom oberen Dess, was der Akzent hat. Und da zwischendurch, wo Sacce der Rando steht, ist oben G, kennt ihr es.
Zweiten Zeile oben. Tari, Tari, Tari. Und jetzt auch dreimal. Tiram, Pialariram, Pialariram. Und nicht so eine riesen Pause machen wir eben. Ja. Ja. Jede Pause muss irgendwie gefüllt sein, damit Spannung untergeht. Das C soll nicht so möglichst rund bleiben im Ansatz, nicht beißen. Ja, nicht bärer. Ja. Da ist nicht gestoßen, das C. Entschuldigung. Probier das nicht zu quetschen, das B. Gib mehr Luft für das A und weniger für das H. Für das B. Das ist Tira. Yalla, da, hier. Schwer rein, schwer aus. Und jetzt nur poco meno, mosso, pari, rori, 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 rori. Nicht viel draus machen, ganz einfach spielen. Schon Flageolett, probiert das wie eine Geige zu machen, nicht Vibrator, gar keine Spur von Zitter oder irgendwas, ganz genau. Das letzte A. Ah. Und das Cis fast runterschieben, legatissimo. Mhm. Nur den letzten Takt nur. Sonate, den Halbschluss am Schluss auf die Dominante und dann doppelt, 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 do